Wir haben Donnerstag, den 15.12.2016, es ist 4.50 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal BurnerTV hat 303 Abonnenten und 45.000 noch was Klicks, liebe Leute, ja. Heute geht es wieder mal um ein Zuschauerwunschthema und zwar von meinem höchstpersönlichen, oh scheiße, ich habe ihn weggeklickt, Chef, Themenredakteur, ja, immer anspruchsvolle Themen am Start, so auch heute, ja, der gute Herr Gary White, ja. Und zwar hat der gute Herr Gary White folgende Frage gestellt, schon vor einigen Tagen, ja, aber der König hat viel zu tun, ja, deswegen kommt es erst jetzt, ja, ich hab's gefunden, so. Oh, das ist, da sieht man mal, was ein guter Redakteur, das ist, er hat einen Roman geschrieben, ja. Ich werde jetzt mal vorlesen. Oh, das ist das Falsche, Moment. Ich werde jetzt mal vorlesen, was er sich für ein Thema gewünscht hat. Und dann werden wir mal gucken, wie wir das mit der Zeit machen, weil es ist ziemlich komplex, liebe Leute. Also, Herr Gary White hat geschrieben: Mein lieber Herr Bernhard, selbstverständlich habe ich auch diese Woche wieder ein Thema für Sie, uns. Nämlich, was hat Sie damals dazu bewogen, ein Sprechgesangskünstler zu werden? War es das Geld oder die Frauen oder der Fame oder beides? Oder? Die Initialzündung. Erzählen Sie uns über Ihr Leben als deutscher Rapper. Über das HRSN, Business, Musikindustrie und so weiter. Aber erst einmal Ihre Musikerbiografie. Denke, Sie haben einiges zu berichten. Herr Gary White, wir werden Ihr Thema jetzt dran nehmen, ja, aber es ist zu komplex, ja. Das ist. Sie fragen hier quasi eine Frage, ein Thema, das von meinem 10. Lebensjahr bis heute relevant ist und das wäre jetzt zu ausführlich, das alles zu behandeln. Deswegen werden wir das mal vielleicht splitten, ja, in einzelne Teile, weil es ist auch gerade gleich 5 Uhr, ich muss um 9 Uhr raus in die Uni und ich schlafen werde ich eh nicht, aber ich habe noch anderes Zeug zu tun. Aber fangen wir mal an, ja. Also, Was hat Sie damals dazu bewogen, ein Sprechgesangskünstler zu werden? War es das Geld oder die Frauen oder Fame oder beides? So, Herr Gary White, fangen wir mal damit an. Also, wie fange ich denn an? Sagen wir es mal so, meine Kindheit, ja, ich war ein Kind, ja, das kein Problem hatte, nie, ja, wenn es alleine war, ja, ich war oft alleine, ja, Eltern beide berufstätig und mir war auch nie langweilig, ich kenne sowas nicht wie Langeweile, ja, das, ich hatte immer was zu tun, schon als Kind, ja, ich konnte mich wunderbar selbst beschäftigen, ja, und ich hätte fast gesagt selbst befriedigen, aber das ist ein anderes Thema, ja. ja, das ist eine Sache. Kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema, ja. Anderes Mal dazu, ja. Jedenfalls, ich konnte mich sehr gut selbst beschäftigen, ja. Bis ich 10 Jahre alt war, ja, sage ich Ihnen ganz ehrlich, hatte ich mit Musik nichts am Hut, ja. Ich weiß, alle Menschen, Kinder damals haben irgendwie Charts gehört, Ace of Base und was damals so angesagt war, ja. Ich konnte damit nichts anfangen, das hat mich nicht wirklich interessiert, so, ja. Weil ich war ein Kind, ich war wie so ein Autist in meiner eigenen Welt, ja. Und war der absolute Dinosaurier-Freak, ja. Also überkrass, ja. Ich habe sogar damals, ja, habe ich mal mit 7 Jahren, habe ich mal im Frankfurter Senckenberg-Museum, gab es so eine Führung, ich bin einfach dazugekommen, ich habe nicht dazugehört und dann habe ich den Typ da einfach die ganze Zeit unterbrochen, habe gesagt, ey, sie wissen gar nichts, sie machen alles falsch, ich erkläre ihnen mal, wie das läuft. Der Diplodokus, ja, wurde 30 Meter lang und er hat das gemacht und er hat dies gemacht und so, ja. Das war krass, ich war der krasseste Dinosaurier-Freak, kann ich Ihnen sagen, ja. Und habe dann auch einfach die ganzen Jurassic Park Action-Figuren damals gehabt und auch andere Figuren, habe immer einfach alleine für mich selber gespielt, ja. Das war eine tolle Zeit, sage ich Ihnen, ja. So. Dann war ich aber auch in der Schule und in der Schule ist es halt, war ich auf einer Schule, wo, sagen wir es mal so, es eine Menge Kinder gab und vielen ging es materiell gesehen besser als mir, ja. Wenn man halt im Plattenbau aufwächst, ja, dann guckt man da schon mal hin und denkt sich so, oh, der hat wieder neue Schuhe und neues Spielzeug und die reden darüber und ich habe gar nichts, so in dem Sinne, ja. Ist okay, ist ja gar kein Problem, es ist halt normal, ja, und dann, habe ich die erste Berührung mit Hip-Hop gehabt und dachte mir, ja, das ist doch interessant, gefällt mir, endlich mal Musik, die mir gefällt, ja, mit Deutschrap und dann voll wack aus heutiger Sicht damals, so, was gab's denn damals so da, so als Kind hat man so ein bisschen erstmal so, was damals modern war, keine Ahnung, der Wolf,
Oh shit, Frau Schmidt und so, ja, und spektakulär und Basis und was es da nicht alles gab, so, aber Gott sei Dank bin ich sehr, sehr schnell auf RHP gestoßen, ja, und dann auch noch aus meiner Stadt und dann war für mich klar, RHP, Alter, was Moses schon damals für Texte geschrieben hat und auch heute noch krasser und also wirklich, also Songwriter-mäßig ist bis heute einer der krassesten in Deutschland, das hat mich immer voll krass motiviert und inspiriert. Und dann dachte ich mir, krass, das will ich auch machen, ja. Und dann dachte ich mir so, ja, dann suche ich mir etwas, was die anderen vielleicht nicht für ihr Geld kaufen können, ja. Und dann dachte ich mir, wow, krass, wenn ich jetzt, das lerne ich jetzt, das will ich machen, das ist eine geile Sache, ich will Rapper werden. Beziehungsweise in dem Alter denkst du noch nicht so an Rapper werden, ja. Da will man einfach, es fing an mit Texte schreiben, ja. Ich habe einfach Texte geschrieben, ja. Und ist auch voll lustig so, weil ich war in der Schule, meine Rechtschreibung das Schlechteste, ja, das Schlechteste von allem. Meine Rechtschreibung ist nicht mal hauptschulwürdig. Ist halt so, ja. Also Zeichensetzung, generell Wörter ist nicht meine Stärke, ja. Ist halt so, keine Ahnung, ja. Und dennoch habe ich dann halt angefangen, Texte zu schreiben, immer weiter. Dann irgendwann habe ich angefangen, sie auch mit so einem Fisher-Price-Mikrofon Toys R Us irgendwie aufzunehmen mit Hip-Hop-EJ damals. Und habe so weitergemacht, weitergemacht. Dann vergingen so ein, zwei Jahre und dann kam ich in die RBA. Das ist die Rhyme Battle Arena, ja. Da konnte man früher gegenseitig sich so gegenseitig battlen, ja. Den beleidigen, der beleidigt einen zurück. Und dann gab es eine Jury, die hat dann Punkte vergeben. Dann kam ich selber in die Jury und habe da eine Menge Zeit meines Lebens verbracht, ja. Und dann ging das halt so weiter. Und irgendwann war ich auf dem Gymnasium dann und habe Musik gemacht, ja. Und dann alle wussten das, ja. Haben das mit gemischten Gefühlen aufgefasst, ja, haben so, ja, meine Freunde waren natürlich cool, dann, wenn man einfach Musik macht, obwohl man auch nichts mit Leuten zu tun hat, dann ist es halt immer so, dass die einen immer schräg angucken, immer denken, man hält sich für krass, ja, weil ich habe mit denen noch nie ein Wort geredet, die kennen mich nicht, ja, kennen vielleicht irgendwelche Schwachsinnstracks, die ich irgendwo vielleicht mal irgendwie veröffentlicht habe oder rausgebracht habe, ja, und dann direkt hinterm Rücken kommt dieses ganze Gelaber und so, aber gut, das ist, wenn man sehr früh in seinem Leben schon und sowas konfrontiert wird, dann gewöhnt man, also kommt man sehr gut damit klar. Deswegen ist mir auch heute noch alles scheißegal, was gehatet wird oder was hier die Leute schreiben oder sowas. Also wenn sie was Negatives schreiben, so, ist okay. Also kenne ich, seitdem ich ein Kind bin, ja. So, und ja, und dann die Motivation war einfach in dem Alter, ja, wo ich angefangen habe, ich weiß nicht, 11, 12, habe ich den ersten Text geschrieben. Da denkt man nicht wirklich an Geld, ja, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Da denkt man auch nicht an Erfolg. Ja, kein 12-Jähriger, 11-Jähriger denkt ernsthaft daran, wenn er jetzt anfängt, dass er jetzt der beste Rapper der Welt ist. Ja. Und wenn, dann sollte er wirklich mal zum Arzt gehen. Das ist nicht gesund. Ja. Es ging mir wirklich nur darum, etwas zu können, ja, was sonst niemand kann in meiner Umgebung. Ja. Das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Und so ging das auch weiter. Und dann durch diese ganzen Leute, die dann angefangen haben zu sagen, das können wir ja hier von YouTube, die dann angefangen haben, ey, das ist ein Witz, was du machst, du bist voll schlecht. Am Anfang haben die noch so, ey, deine Stimme ist voll lächerlich, weil damals in der Zeit war, brauchte man so diese richtigen Gangsterstimmen und krasse Sachen so. Und dann mit so einer hohen Stimme, ja, haben die gesagt, das wird nie was so. Danke, cool, Savas, dass du dann rausgekommen bist so. Und es den Leuten mal ein bisschen hier gezeigt hast, dass die Stimme nicht so wichtig ist. Also ist schon wichtig, aber jetzt nicht kein Totschlagmerkmal ist ja in dem Sinne. Und ja, es gab Hater, die haben gehatet, die haben alles platt geredet, was gemacht wurde und hin und her. Und das hat mich nur bestärkt, ja. Ja, dann, wie gesagt, wenn einer sagt, ich kann etwas nicht, dann mache ich es dreimal vor seinen Augen. Ja? Und so habe ich es gemacht. Ich habe immer weiter gemacht, ich habe immer weiter gemacht. Und dann kam sogar der Fall, dass ich weiß nicht mal, welche Klasse das war auf dem Gymnasium. Ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen, weil wir wissen es alle. Ich habe jetzt schon eine Anzeige. Ja? Ich muss ja jetzt ein bisschen hier aufpassen. Ja? Keinen Namen nennen. Es gab auf jeden Fall eine Lehrerin, die hat original, wirklich original im Deutschunterricht. Hat die eine Haus nicht Hausarbeit, in der Schule schreibt man keine Hausarbeiten, Aufsatz, Aufsatz. Hat die so einen Aufsatz von mir ge genommen, den sie korrigiert hat, und hat ihn live, also in voller Länge vor der Klasse vorgelesen. Sie hat das gemacht, weil ich irgendwie den Re Schulrekord an Fehlern gebrochen habe oder sowas. Und sie hat aber eiskalt, hat die jeden verfickten Satz auseinandergenommen, hat jeden Rechtschreibfehler an die Tafel geschrieben, hat mich einfach ausgelacht vor der Klasse so. Ich schwöre, ich weiß nicht, was mit der, die war schon so alt, die konnte ihre Tage gar nicht mehr haben, ja. Aber ich weiß nicht, was mit der los war, ja. Hat mich einfach so krass vor der Klasse fertig gemacht, so.
So aus dem Nichts, ja. Und es hat mich nicht so, also es hat mich nicht verletzt oder sowas, weil ich denke mir nur, okay, es ist eine arme, kranke Frau, die braucht Hilfe, Pampers und so, ja. Aber nichtsdestotrotz war das für mich so, weil sie dann abgeschlossen hat mit den Worten: Bitte tu dir und uns doch den Gefallen und denk nicht an das Abitur, ja, geh bitte eine Schule weiter runter und gestalte deine Zukunft für dich optimal, weil du wirst es nicht schaffen, du kannst diese Sprache einfach nicht, deine Rechtschreibung ist eine absolute Katastrophe, deine Sprache ist eine Katastrophe, dein Ausdruck ist unter aller Sau, geht gar nicht, ja. So, und das hat mich dann natürlich so motiviert, dass ich am nächsten Tag hatte ich irgendwie einen 3 Seiten Diss-Track geschrieben, ja, nicht aufgenommen, aber geschrieben, habe ihn dann mitgebracht, der ganzen Klasse gezeigt und dann haben wir immer gelacht, als sie reinkam, weil es war schon mies, mies, was ich davon rausgelassen habe, aber nichtsdestotrotz, ja. Ja, und dann habe ich immer weitergemacht. Immer, immer weiter, immer weiter und die ganzen Stationen, was ich dann alles gemacht habe, wie ich das alles gemacht habe. Ich würde sagen, das machen wir mal im nächsten Video, ja, weil das würde jetzt echt den Rahmen sprengen. Aber was ich noch sagen kann, ist die Motivation, warum ich überhaupt angefangen habe. Wie gesagt, das war erstens, weil ich etwas haben wollte, ja, das sonst niemand hat, was man sich mit Geld nicht kaufen kann, ja, Talent. Und wenn man kein Talent hat, dann harte Arbeit, ja, und ich habe wirklich in der Schulzeit, ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, bis zur 9. Klasse hatte ich immer einen Schnitt von 1,4, 1,5, ja, weil ist doch die Erziehung der Eltern, die prügeln, so, muss gut sein in der Schule, so, war noch wichtig, so, aber an dem Tag, wo ich Rap kennengelernt habe, war vorbei mit Schule. Weil ich habe seit der 8. oder 9. Klasse nicht einmal mehr Hausaufgaben gemacht. Ich habe aufgehört, mich zu melden, weil ich mir gedacht habe, ey, da ist jemand, der kennt die Antwort eh auf die Frage, die er stellt, ja. Und warum muss ich sein Idiot sein, der sich dann meldet und dem das erklärt? Weil er kennt doch die Antwort eh. Und ich lasse mich nicht von dem jetzt so richtig zum Affen machen, damit er sagt, oh, mündliche Mitarbeiter 1, ja. Das hat mich voll abgefuckt. Ich habe komplett aufgehört, so zu denken und bin immer mehr in die Rap-Schiene abgedriftet, so in meine eigene Welt. Und habe mich nur mit Rap beschäftigt in der Zeit, ja. Texte geschrieben, Musik gemacht, geträumt, Pläne geschmiedet, was man so als Jugendlicher macht und so, ja. Und, das Thema Frauen war am Anfang, als ich anfing mit 11, 12, natürlich vollkommen scheiß Kameras wieder ausgegangen. Sie wissen, bei 12 Minuten irgendwann macht die Schluss, ja. Wo war ich? Ich glaube, was das Thema Frauen angeht oder sowas, wenn man 11, 12 Jahre alt ist so und da anfängt, heutzutage natürlich hat man schon Familie und 8 Kinder mit 11, 12 Jahren, ja, aber in meiner Zeit waren Frauen zu dem Zeitpunkt noch Monster, ja, wollte nichts mit diesen Mädchen zu tun haben, ja, und dann denkt man nicht an sowas, ja, man hat einfach mal gemacht, ja. Ich kann ja aber eins sagen, ja, wenn sie mal ein gutes Lied gemacht haben, ja, was bei gewissen Menschen Anklang findet, ja, dann hat das einen gewissen Effekt bei Frauen, ja, dann, also ich kann ehrlich sagen, ich habe noch nie eine Frau zu irgendwas gezwungen, ja, ganz im Gegenteil, eher wurde ich gezwungen, ja, und auch wenn ich ein absoluter Niemand war, bin und vielleicht, wahrscheinlich werde, ja, man braucht keinen krassen Fame oder krasse Geld oder Erfolg oder sowas, ja, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn sie Musik machen, ja, die einigermaßen gut ist, ey, die Leute werden auf sie aufmerksam, auch wenn es nicht viele sind, aber einige schon, ja, Frauen schreiben, ja, Frauen wollen sich treffen, Frauen wollen dies, Frauen wollen das, Frauen himmeln sie dann an und ja, es ist ein netter Beieffekt, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ja, also das ist natürlich nicht alle so, aber es gibt da gewisse Frauen, die sagen, nee, ich will nichts mit dem Mainstream anfangen, ich konzentriere mich nur auf die Untergrundkünstler, ja, und dann gibt's so, und dann gibt's so, und dann Gentleman schweigt und genießt, so, ja, es ist, wie gesagt, netter Beieffekt und nicht selten vorgekommen, kann ich Ihnen sagen, ja, und was das Thema Geld angeht, ja, das ist so eine Sache, ja, also natürlich träumt jeder davon, Geld zu verdienen mit dem, was er liebt, ja, und es ist ja auch gelogen, wenn ich sagen würde, ich will mit der Musik kein Geld verdienen, ja, aber das ist, man muss es immer in Relation setzen und auch richtig betrachten, ja, also wenn, ich kann mir vorstellen, wenn 99% der Leute sagen, sie wollen mit Musik Geld verdienen, ja, dann denken die dann, ja, ich will Geld verdienen, damit ich ein dicke Auto kaufen kann, dicke dies, dicke das, feiern gehen kann und dann dieses auf Statussymbol machen, angeben, so, war mir immer scheißegal, ja, also ich brauche sowas nicht, so, ja, ich fahre einen behinderten Civic, so, ich scheiß auf Klamotten, dies, das, ist mir, ich mache mir nichts aus Geld, ja, es ist schön, das zu haben, es ist Mittel zum Zweck, aber mehr nicht, ja. Und wenn sie 11 oder 12 Jahre alt sind, dann
denken sie nicht an Geld, ja, da haben sie ganz andere Sorgen, haben Pickel und sowas, ja. Und deswegen habe ich nicht wegen dem Geld angefangen und habe es auch nie wegen dem Geld gemacht, ja, sage ich Ihnen ganz ehrlich so, weil wenn es ums Geld gehen würde, dann hätte ich mein Jurastudium durchgezogen, ja, und hätte es nicht dann abgebrochen und würde jetzt Film studieren, ja, weil Film neben der Musik meine zweite Leidenschaft ist, ja, von der ich auch heutzutage lebe, ja. Und wenn es um Geld gegangen wäre, ja, dann hätte ich auch viele, viele, eigentlich zu 99% aller meiner künstlerischen Musikstücke anders gemacht, als sie eigentlich entstanden sind, ja, weil es gibt gewisse Regeln in der Branche, ja, wenn man mit Musik Geld verdienen möchte, ja, dann muss man sich an gewisse Regeln halten, ja, es ist einfach so, das ist ungeschriebene Gesetze, ja, und wenn sie andauernd nur fluchen in ihrer Musik, ja, wenn ihnen gewisse Dinge egal sind, wenn sie auf alles scheißen und wenn sie unbedingt verrückt sein wollen und das machen wollen, auf was sie Lust haben, ja, dann haben sie sehr schlechte Chancen, ja, es weit zu bringen mit der Musik. Natürlich gibt es Ausnahmen, es gibt immer noch überall Verrückte, dies, das und so, ja, aber es sind halt Ausnahmen, ja. Das Musikbusiness ist sowieso, wie Sie es richtig gesagt haben, ein Hurensohn-Business, ja, aber dazu kommen wir ein anderen Mal, ja, kann ich noch einiges erzählen. Und ich wusste schon sehr früh, ja, dass es nicht das Wahre ist, um da Geld drin zu verdienen, ja. Ich meine, man kann heute so gut Geld verdienen wie noch wie lange nicht mehr im deutschen Rap. Man sagt ja immer, die Industrie ist am Arsch und die ist Internet, macht das kaputt und so. Hey, glauben Sie mir, die deutschen Rapper, die man kennt, die oben sind, ja, denen geht's nicht schlecht, ja. Einigen sogar sehr gut, ja. Und aber nichtsdestotrotz, ich gönn's denen, ja, sollen die haben auf jeden Fall, die haben, jeder, der da ist, wo er ist, hat's auch verdient, ganz einfach so. Es gibt wenige, die irgendwo sind, wo sie meiner Meinung nach nichts zu suchen haben, aber andermal, ja. Nichtsdestotrotz, ja, ich hatte ganz andere Musik gemacht, ja, mir war das egal, ja, ich hätte auch irgendwie mehr normale Lieder machen können, wo ich nicht ausfallend werde, wo ich niemanden beleidige, wo ich eingängige Melodien erfinde oder sie einsingen lasse von jemandem. So. Ich habe auch mal so Lieder gemacht, klar, aber weil ich Bock drauf hatte. Ja. Und wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich das einfach. Ja. Aber in den meisten Fällen hatte ich einfach Bock, ein bisschen durchzudrehen und mal den zu beleidigen, mal das zu beleidigen, ein bisschen darüber zu reden, ja, dies, das. Und solange es mir Spaß macht, ja, und wenn es mir keinen Spaß macht, dann mache ich es auch nicht, ja. Und das sehen Sie auch heute, ja, wenn es mir wirklich um Geld gehen würde, ja, dann könnte ich diesen YouTube-Kanal auch ganz anders angehen, ja, dann könnte ich ein ganz normales, stinklangweiliges Thema als für den Kanal suchen, könnte inhaltlich relevante Themen ansprechen, das Ganze so verpacken und dann auch so machen und dann kommen würde das auch anders laufen, ja. Ich könnte einen anderen Job suchen, ich könnte dies machen, so, aber nein, so, ich mache, auf was ich Lust habe. Das habe ich schon immer gemacht, mit der Musik auch bis heute, ja, leider habe ich wegen YouTube und der Uni und beruflich gerade so seit Monaten schon so viel zu tun, dass ich einfach zu keiner Musik komme, so, ich kriege immer wieder Beats geschickt und so, aber momentan ist echt Krise, so. Aber ich sehne die Zeit herbei, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe und mich einsperren kann, wieder neue Musik machen kann, das schwöre ich Ihnen. Und nichtsdestotrotz, ja, also wie gesagt, es ging mir nicht ums Geld, geht mir immer noch nicht ums Geld, so, ja, wenn es mir ums Geld gehen würde, würde ich das nicht machen, ja, es macht mir einfach Spaß. Und YouTube genauso, alles andere im Leben auch so. Für die Frauen mache ich es nicht so, weil die Frauen machen es für mich. So, Spaß und so, nein, also es ist ein netter Nebeneffekt, aber ist auch nicht der wahre Grund und ja, ich glaube, was übrig bleibt, ist einfach ich, ja, weil ich es, dass ich es für mich mache, ja, weil es mir Spaß macht, weil es mich stolz macht und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ja, egal, was die ganze Welt über dich oder deine Musik sagt, ja, wenn du ein fertiges Lied aufgenommen hast, komplett fertig, im Studio bist und es hörst, das beste Gefühl der Welt, das beste Gefühl der Welt, egal, was ein Rotz man da von sich gibt, ja, egal, auch wenn dich Außerirdische dafür hassen würden, die ganze Welt, der ganze Planet und alles zusammen und sagen, das ist voll schlecht und du bist ein Idiot. Wenn du das fühlst und wenn du es gut findest, beste Gefühl der Welt, ja. Und das Gefühl ist unbeschreiblich. Und natürlich, wenn man das dann halt rausbringt und dann auch positives Feedback kommt, umso besser, ja. Negatives ist am Anfang natürlich ein bisschen verwirrend und man lässt einen zweifeln. Aber irgendwann, wenn man lange genug einfach weitermacht und sich von niemandem was sagen lässt und dann ist es einem scheißegal, ja. Boah, ich habe jetzt voll lange gelabert, ey, tut mir leid, ich habe voll Laberfleisch bekommen. Auf den Werdegang und das Business und so machen wir mal ein anderes Video, ja. Ich muss mir jetzt hier andere Sachen machen, ja.
Tut mir leid, ich weiß gar nicht, was ich alles vor mir gegeben habe, ja. Herr Gary White, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein wenig Einblick verschaffen in meine Vergangenheit und die Beweggründe, ja. Die restlichen Videos werden wir ein andermal behandeln, ja. Ich muss eigentlich bald Uni und ich müsste jetzt ehrlich gesagt noch was schneiden, so. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr, um 5 Uhr morgens mit dem Schnitt anzufangen. Ja, vielleicht gucke ich mal eine Serie jetzt, aber ich muss arbeiten. Egal, ich werde Ihnen das nächste Mal verraten, was ich jetzt gemacht habe. Verdammte Scheiße, ich habe keinen Bock zu arbeiten, aber egal, ich muss arbeiten. Macht es gut, Herr Gary White, vielen Dank für Ihr Thema. Ich hoffe, da kommt bald wieder was. Ich werde die anderen Fragen auch behandeln und so weiter. Ja, haut rein, ciao, ciao.